So, ich gehe noch mal auf den Felsen. Wer schießt denn da auf mich? Da ist doch gar nichts. Da ist nichts da drüben. Stimmt, da war was. Können wir irgendwie hier lang gehen, ohne dass es explodiert? Nein, wir können da nicht lang gehen, ohne dass es explodiert. Vielleicht hier ganz eng am Zaun lang? Nein, wir können da nicht lang gehen. Okay. Können wir drüber hüpfen? Hüpfen, habe ich gesagt. Okay, klappt gut. Ich sehe schon. Es klappt nicht. Okay, wir gehen also mal lieber außen lang. Ich wollte gerade sagen, machen wir es doch so. Aber auch dies war nicht von Erfolg gekrönt. Ich merke schon, das wird hier super. Das ist ein tolles Let's Play. Das Spiel stößt mich ab. Ah, oh, dankeschön. Zumindest bin ich schon mal wieder hier. Ich weiß bloß nicht, was es mir bringt. Ganz ehrlich. Oh, das Geräusche vom Heli. Ich hab's so vermisst. So, den Weg sind wir noch gar nicht gegangen hier, oder? Gehen wir doch mal hier lang. Oh, hier gibt's Waffen! Das ist aber schön. Ich darf mal wieder kämpfen. Gehen wir doch mal hier lang. Ja, grandios. Machen wir anders. Jedoch, wir können die Waffe eigentlich gleich behalten und mal mit ein bisschen explosiven Kram arbeiten. Vielleicht so, dass ich nicht dabei mit hochgejagt werde. Nochmal neu. Das ist nicht mein Spiel. Habe ich schon mal erwähnt, glaube ich. Ab und zu klappt es aber doch so ein bisschen zumindest. So. Oh, hi. Haben wir dann jetzt Ruhe endlich? Ihr nervt nämlich ein bisschen, muss ich zugeben. Hier hinten ist eine Mine dran, das ist auch schön. Wir schauen trotzdem mal, was es hier so gibt. Außer der Mine natürlich nichts. Grandios. Vorzüglich, exquisit. Wir gehen einfach mal hier rein. Moment, hier ist die Stormdrain Hedge. Stand das nicht vorhin da drüben irgendwo dran? Naja, was soll's. Wahrscheinlich, ach so, das ist jetzt die Öffnung. Ah, ich verstehe. Jetzt ist die Klappe offen und jetzt können wir da auch reinhüpfen, ne? Ist das so gemeint? Darf ich das so verstehen? Nehmen wir mal an, dass das so gemeint ist. Und krebsen nochmal durch das Minenfeld, weil es so viel Spaß gemacht hat. So, ich glaube hier lang, ne? Könntest du bitte gehen? Danke. Wer schießt denn jetzt schon wieder auf mich? Ich will es gar nicht wissen. Wir speichern, denn die Klappe ist offen. Und wir fallen direkt rein. Hey, wir haben überlebt. Unglaublich, wir haben kein Leben verloren dabei. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe jetzt gerade, aber nein. So, einmal die Pistole ausgerüstet, denn ich nehme mal an, uns werden gleich Headcrabs entgegenkommen. Alternativ können wir auch ein paar Wanzen zertreten. Musik setzt ein. Wow! Sieht schon ganz cool aus, ne? What the fuck? Eine Selbstschussanlage, natürlich. So, wir speichern nochmal. Und dann möchten wir so schnell wie möglich raus hier. Könntest du bitte aufhören, dich festzubacken? Okay, wir müssen da drüben lang, alles klar. Geh doch mal! Schrecklich! Oh Mann. Na gut. Ich hänge schon wieder im Felsen fest. Das gibt's doch gar nicht. Gut. Wir sind schon mal in der Nähe der Selbstschussanlage. Ich weiß bloß nicht, ob wir die jetzt weghauen am besten. Ich hätte gern mal ein paar Granaten, das wäre schön. Oh.
Das war nicht so, wie ich das wollte. So wollte ich das schon viel eher. So, das war mir dann doch ein bisschen zu eng hier, als dass ich das mit irgendwelchen anderen Methoden probieren wollte. Da gehe ich dann lieber mal auf Nummer sicher. Warum? Warum stehen hier Leute? Ich verstehe es nicht. Schon wieder. Wirklich. Ihr nervt. Ihr nervt wirklich. Ihr nervt unglaublich. Ihr nervt vollkommen. Ihr nervt äußerst stark. Geh doch bitte mal. Jetzt habe ich ja sogar mehr verloren als vorhin. Das ist ja schrecklich. Jetzt habe ich noch mehr verloren. So. Ja, röchel dir einen ab, ist mir Wurst. Du kleine Bitch. Dieses Sturmgewehr ist so sinnlos. So sinnlos. Aber er trifft natürlich, das ist natürlich völlig logisch. So, was nehmen wir denn da am besten mal? Ich weiß es nicht. Wie genau zielt der Colt? Der zielt sehr genau. Dann nehmen wir den Colt. Geronimo! Wir nehmen den Colt und stürzen uns in die Tiefe. Und ich stürze mich noch weiter in die Tiefe. Okay, vielleicht konzentrieren wir uns mal darauf, ja? Darauf nicht abzustürzen, meine ich natürlich. Hier ist auch noch einer, natürlich. Warum auch nicht? Nein, ich wollte doch nicht speichern. Mensch, Leute. Schrecklich. Ich speichere lieber gleich normal schnell, damit ich dann hier nicht jedes Mal mehr das rausziehen muss. Wirklich? Wirklich? Oh Mann, das lief hier so scheiße gerade. Ist mir jetzt aber wirklich Rille. Es ist mir so scheißegal gerade. Selten waren mir Dinge egaler als mein Leben jetzt gerade in diesem Moment. Ja, na klar. Was auch sonst. Ich liebe das Spiel. Total. So, du Bitch. Oh nein. Ich glaube, man hasst mich. So. Ich gehe mal hier in die Ecke. Oh. Was sehen meine müden, vom Star gekränkten Augen denn da? Der alte Mann hat einen Raketenwerfer gefunden. Ja, wo ist denn der junge Spund mit seinem Helikopter? Kommen Sie nur raus, junger Mann! Okay, gehen wir erstmal nach oben. Den anderen Soldaten lasse ich jetzt einfach mal da unten, der kann mich mal am Arsch lecken. Du kannst mich mal am Arsch lecken! So, geh bitte hier lang. Ja, danke, danke. Nicht abstürzen. Nein, falsch. Neuer Versuch. Okay. Klettern wir einmal über die lustige Pixelstruktur und stürzen uns dann wieder in die Tiefe, natürlich. Die Steuerung ist grandios, habe ich das schon mal erwähnt. Und total für Jump'n'Run-Einlagen geeignet. Habe ich auch das schon mal erwähnt? Das ist eine super Idee, diese Leiter hier. Okay, es hat irgendwie funktioniert. Ich glaube, ich speichere mal. Es ist ja schon mal ein Erfolg, dass ich es hier hoch geschafft habe. Weil ich jetzt den Raketenwerfer an? Nee, ich glaube nicht, ne? Drexy. Ja. Die Vorsehung. Guten Freiflug! Okay, hier ist rein gar nichts. Ich glaube, ich kann es ausmachen. Hier drüben gibt es ja schon wieder Licht. Und dann schauen wir doch mal, ob wir dann demnächst mal einen Showdown mit dem Heli erreichen können. Tja, links oder rechts ist die Frage. Ich glaube, es ist scheißegal. Hm.
schauen wir mal. Oh, lustig. Ich gehe mal wieder rein. Da, danke schön. Das hat mir zu meinem Glück gefehlt. So, schnell wieder weg. Ich war gar nicht hier. So, speichern, ordentlich hinsetzen. Ah, man muss ja mal für den Kampf ein bisschen hier Spannung, Haltung annehmen. Ihr könnt gerne mit Handgranaten hier reinwerfen, wenn ihr lustig seid, wie ihr lustig seid. Solange ich da nicht bin. Okay, ich glaube, den Weg sollten wir vielleicht nicht mehr nehmen. Gehen wir doch mal hier drüben lang. Klappt super. Da sollten wir ja vielleicht doch mal eine andere Waffe nehmen. Was haben wir denn hier noch für den Colt? 6 Schuss, das sieht nicht so gut aus. Hier haben wir Massen an Munition. Nehmen wir die doch mal. Könntest du bitte aufhören, dich festzuhängen an den Ecken? So, wir speichern nochmal. Und warten, bis der Kollege wieder kommt. Und ja, das ist natürlich auch wieder super auf die gewisse Entfernung mit der Waffe, die die größte Streuung hat. Nach dem Sturm, nach der Schrot. Treffe ich den überhaupt? Ich habe nicht das Gefühl. Aber die treffen mich mit der Handgranate, die irgendwo oben einschlägt und deren Explosionsradius demnach völlig anders wirken müsste. Aber hey, was soll's. Kommt hier schon wieder eine geflogen. Zuckersüß. Ach, hier hinten ist einer. Ihr Schweinebacken. So, erstmal den. Schnell wieder in Deckung gehen, bevor wieder die Handgranate geflogen kommt. Und dann erstmal speichern. Das gibt's ja nicht. Diese Drecksäcke. Eine großartige Waffe. Eine so großartige Waffe, es ist unglaublich. Wow! What the fuck? Womit schießen die? Was fangt ihr denn jetzt für einen Krieg an hier? Ah, Typ! Nee, das kann ich nicht machen. Ich kann nicht meine ganzen Granaten für den einen Vogel da verbrauchen. Hüpf! Möchtest du dann mal? Dankeschön. So, ich speichere hier nochmal, damit ich nicht jedes Mal da rumgehen muss noch. Nochmal neu. Ja, ja, du mit deinem Blutverlust hast mich mal. Was ist denn das schon wieder? Womit schießen die hier auf mich? Das macht einen ja wahnsinnig. Speichern. Ja, dankeschön. Lädst du dann auch nach? Hallo, ich drück gerade auf Nachladen. Alter, du darfst auch nachladen. Lade doch nach. Was hat er denn für ein Problem gerade? Alter, ich raff's nicht. Möchtest du bitte nachladen? Dankeschön. Das Spiel macht mich fertig, ganz ehrlich. Speichern. Gott, wenn das jetzt eine tödliche Explosion gewesen wäre, wäre ich der Arsch gewesen. Ja, laufen wir vorbei, ist eine gute Idee. Das ist die richtige Kampfstrategie. So, dann wollen wir noch mal schauen, dass ich glaube, das ist ein Panzer. Ja! Was zur Hölle? Womit habe ich das denn verdient? Ich gehe
glaube, hier wäre ich auch so irgendwie hingekommen. Gut, ich würde sagen, wir bleiben mal hier vorne. Die Frage ist, können wir den Panzer irgendwie vernichten? Ich habe irgendwie gerade Angst, dass der losrollt auf uns drauf. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier rein. Ich hoffe, der schießt jetzt nicht. Ich habe aber die Befürchtung, dass das Rohr jetzt genau auf unsere Ecke ausgerichtet sein wird. Nee. Gut.